Hallo Leute und willkommen bei PC Tech. In diesem How-To zeige ich euch den Socket 771 Mod. Alle Links für die Anleitungen oder für die Downloads findet ihr unten. Wollt ihr einen Xeon auf dem Socket 775 verwenden, müsst ihr den Xeon und auch den Socket modifizieren. Ihr braucht dazu so ein Plättchen auf der Rückseite des Chips aufzukleben. Links findet ihr bei mir in der Beschreibung, um euch diese zu beschaffen. Zudem ist die Schwierigkeit da, dass die Chips nicht die gleichen Aussparungen haben. Deshalb müssen wir den Socket noch etwas bearbeiten. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, das ist gar nicht so gefährlich, wenn man das einfach richtig macht. Deshalb will ich euch das auch ein bisschen erklären. Legt dazu den alten Chip, bei mir jetzt der Dual Core, in den Socket hinein. Wir müssen jetzt auf den beiden Seiten diese Noppen, die ich euch jetzt zeige, abschneiden. Ihr braucht dazu ein sehr gutes Messer, das wirklich scharf genug ist, damit ihr diesen Prozess auch durchführen könnt. Macht das Ganze mit dem Chip dringend, weil wir wollen nicht, dass wir die Pins verbiegen im Sockel. Das ist sehr wichtig. Wenn die Pins verbogen sind, dann ist es meist ein bisschen recht schwierig, diese wieder zurückzubiegen. Deshalb macht das einfach so und dann geht es auch relativ ring von der Hand. Wenn ihr jetzt nachher den Chip rausnehmt, dann müsst ihr die angeschnittenen Teile im Prinzip nur noch abbrechen und vom Sockel selbst entfernen. Gut, was jetzt noch bleibt, ist nur noch den neuen Prozessor einzusetzen. Schaut dabei auf das Dreieck, weil ihr habt jetzt keine Führungen mehr, also ihr müsst die Dreiecke aufeinander richten. Das goldene Dreieck auf dem Chip, auf das Dreieck beim Mainboard. Haben wir das gemacht, haben wir eigentlich alles auf der Hardware-Seite erledigt. Jetzt müssen wir uns aber noch um die Software kümmern. Wir brauchen jetzt die aktuellste BIOS-Version des Motherboards. Das hängt jetzt davon ab, was für ein Mainboard ihr überhaupt verwendet. Bei mir ist es jetzt ein ASUS Mainboard. Holt euch die Treiber beim Hersteller selbst. Das sind also das BIOS. Das wird sicher dann auch das Richtige sein. Nehmt die aktuellste Version, denn diese sind meistens mit weniger Fehler. Ich sage jetzt nicht ohne Fehler. Ihr müsst dieses BIOS später editieren. Ihr könnt bei Deleted ein Programm herunterladen. Das ist das MW-Tool, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist relativ simpel. Klickt da einfach den Link darauf, dann könnt ihr das herunterladen. Jetzt müsst ihr noch die Microcodes haben für die Xeon, damit das Mainboard die Chips richtig erkennt. Viele Motherboards erkennen die Chips aber auch schon ohne diese Microcodes. Die sind einfach nicht 100% supported, also deshalb empfehle ich euch doch, das einfach so zu machen. Macht dieses Tool auf, dann könnt ihr die ROM laden, also das heißt das BIOS, das Original BIOS, könnt ihr jetzt in die Software einspielen. Ich habe jetzt mein Original BIOS auf dem Desktop abgespeichert, ihr müsst ihr dann selbst wissen, wo ihr das habt. Öffnet dies, dann seht ihr schon ganz viele Kommandozeilen, die jetzt in diesem BIOS abgespeichert sind. Wir müssen jetzt aber neue Microcodes hinzufügen für die neuen Chips. Deshalb gehen wir zu CPU Patch. Bei Browse können wir jetzt nachher in dem Ordner, wo wir diese Microcodes abgespeichert haben, die verschiedenen Codes einschreiben in das BIOS selbst. Ich habe jetzt einen 45 Nanometer Chip, deshalb lade ich alle Microcodes für die 45 Nanometer Chips hinein. Ihr könnt natürlich dann auch noch für die 65 Nanometer Chips auch noch die Microcodes einladen. Das müsst ihr selbst wissen. Am Schluss müsst ihr nur noch die neue ROM, also das neue BIOS, abspeichern. Ich würde nicht das bestehende BIOS überschreiben, sondern gleich das neue BIOS auf einen USB-Stick abspeichern. Diesen USB-Stick könnt ihr nämlich nachher dann auch ins Mainboard einfügen und dann zumindest bei ASUS Motherboards könnt ihr mit dem EasyFlash
im BIOS selbst über einen USB-Stick das BIOS flashen. Ins BIOS gelangt ihr mit der Delete-Taste, das geht eigentlich bei allen Mainboards so. Bei dem Asus-Board müssen wir jetzt zu den Tools gehen und Asus EC Flash 2 anwählen oder EC Flash, je nachdem wie neu euer Motherboard ist. Dann wird das Tool hier geladen von Asus, das eben EC Flash 2. Mit der Tabulator-Taste könnt ihr jetzt das Laufwerk ändern. Bei mir ist es jetzt das E No Name, das ist mein USB-Stick. Ihr habt jetzt dieses BIOS auf diesem USB-Stick abgespeichert. Ihr könnt das jetzt laden. Es wird auch noch schnell geprüft, ob es überhaupt ein richtiges BIOS ist. Und dann wird das Mainboard damit geflasht. Gut, habt ihr das Mainboard geflasht und funktioniert alles richtig? Würde ich, wenn ich jetzt euch wäre, noch mal schnell einen kurzen Stresstest machen, um sicherzustellen, ob alles richtig funktioniert. Und vielleicht auch noch bei CPU ID den Chip anschauen, ob das überhaupt stimmt. Bei mir sieht das jetzt gut aus, ein LGA 771 Chip, das ist ja mein Xeon, der E5440 mit 2,83 GHz. Das ist im Prinzip eigentlich der Q9550 Chip, nur sehr viel günstiger. Deshalb greifen sehr viele gerne auf diesen Chips zurück. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch helfen, falls ihr das einmal machen möchtet. Klickt auf den Subscribe-Button noch, wenn ihr neue Videos in der Zukunft sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video.